In meinem letzten Stream und unter meinem letzten Video kam immer wieder die Frage auf, wie man denn jetzt das Pferd gescheit ausrüsten kann, beziehungsweise wo man denn die ganze Ausrüstung herbekommt. Ich habe dazu jetzt nochmal ein Video zusammengefasst, zum einen, wo ihr die Ausrüstung kaufen könnt, aber auch, wie ihr zum Beispiel die Satteltasche und die Hufeisen dem Pferd ausrüsten könnt. Viel Spaß mit dem Video, Freunde. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefällt. Legen wir direkt los. Auf geht's. A story which will never end, as long as the dynasty continues. Wenn ihr auch in Zukunft keine coolen Videos zu diesem und andere Spiele verpassen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Lasst ein Abo da, würde mich freuen. Jetzt geht's aber los, Freunde. Viel Spaß. Wie im Intro schon erwähnt, möchte ich euch heute kurz zeigen, wo ihr die Ausrüstung bzw. den Sattel, Taschen und auch die Hufeisen für eure Pferde kaufen könnt, aber auch, wie ihr das alles dann ausrüstet. Denkt aber bitte daran, dass sich durch Updates und Patches jederzeit noch Dinge ändern können, da die Entwickler dauerhaft an der Verbesserung des Spiels arbeiten. Mit dem letzten großen Update sind unter anderem endlich die Pferde ins Spiel gekommen. Was ihr alles braucht, um diese in euer Dorf zu holen, habe ich schon in meinem letzten Video erklärt, welches ich euch nochmals oben rechts verlinke. Hier geht es also darum, wie ihr das Pferd am Ende ausrüstet. Beim Händler Leonard in Hornica könnt ihr auf dem schnellsten Wege den Sattel, die Hufeisen und verschiedene Taschen kaufen. Diese Taschen reichen von einem Inventarzuwachs von 15 bis 45 Kilo, je nachdem, welche ihr euch eben schon leisten könnt. Hier noch ein kleiner Hinweis. Bei den Hufeisen handelt es sich jedes Mal um ein komplettes Set. Das bedeutet, ihr kauft mit einer Einheit gleich 4 Hufeisen. Ihr müsst also nicht 4 einzelne kaufen, sondern kauft dieses Ganze einmal und habt für das Pferd für jeden Huf ein Eisen. Habt ihr euch also ausgestattet, könnt ihr zurück in euer Dorf und eines eurer Pferde aufsuchen, um es für den Ausritt fertig zu machen. Am Pferd dann angekommen, kann man es dann direkt schon satteln. Zwar hat es dann jetzt einen Sattel und ihr könnt direkt losreiten, dennoch fehlen eben noch die Hufeisen und die Tasche. Im Inventarmenü habt ihr unten jetzt 2 zusätzliche Reiter. Mit dem einen könnt ihr zwischen euch und dem Pferd hin und her springen und mit dem anderen schiebt ihr die Gegenstände in das Inventar eures Pferdes. Wir nehmen also die Hufeisen und die Tasche und packen sie mit der besagten Taste hinüber zum Pferd. Jetzt wechselt ihr in das Inventar des Pferdes und seht auf der linken Seite eben genau diese Gegenstände. Durch Drücken der F-Taste können wir jetzt, wie bei uns selbst, auch die Gegenstände dann ausrüsten. Und das war es auch schon. Das Pferd hat jetzt Hufeisen, einen Sattel und je nachdem, welche Tasche ihr gekauft habt, eben diese Tasche umhängen. Somit könnt ihr auch unterwegs euer Inventar erweitern und könnt dementsprechend zusätzlich Material mitnehmen. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch hier kurz zeigen, wie das mit dem Ausrüsten der Gegenstände bzw. der Tasche und der Hufeisen funktioniert. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Ganzen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, haut noch einen Daumen raus und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Haltet die Ohren steif, macht's gut, bis dann, ciao.